Servusle, grüßt euch, unsere Daily Dosis Arc, eine neue Woche, neue Folge. Schön, dass ihr da seid, viel lieber da draußen. Wir sind gerade auf dem Rückweg zur Hauptbasis, der Alte oder nicht. Wir haben an der Hauptbasis ein bisschen was vorbereitet für heute am Gewächshaus. Ich möchte ein bisschen weiterkommen, war aber nochmal an der Second Base und habe uns noch einen Dung Beetle besorgt. Wie ihr seht, der Kollege ist hier vorne drauf, Level 2, nichts Hohes, damit unsere Öl- und Düngerproduktion mal anlaufen kann. Ihr seht auch, der Alte hat nichts an. Neben dem Dung Beetle war da tatsächlich noch so ganz versteckt so ein kleiner, mistiger Tausendfüßler, der natürlich mit einer Säureladung hier die komplette Rüstung zerstört hat. Gehen wir gleich drüben uns umziehen. Ich repariere es dann nachher irgendwann im Offscreen. Ich habe ja die gleiche Rüstung nochmal auf Vorrat liegen. Jetzt schauen wir mal, dass wir zurückfinden. Ein bisschen verlaufe ich mich immer noch auf dem Rückweg. Der Hinweg ist mittlerweile recht klar. Aber das kriegen wir jetzt schon hin. Und dann möchte ich heute im Gewächshaus tatsächlich einsteigen. Ich gucke hier als gar nicht mehr links und rechts, weil unser Ravager Babe ist so schnell, das klappt eigentlich recht gut. Ne? Die hat mich dann auch gerettet vor dem Tausendfüßler. Ich muss noch mal reingucken, ich habe noch gar nicht geschaut, was die jetzt gelootet hat. Ihr seht alles rot, ne? Ah ja, guck mal, da war tatsächlich ein Bogen dabei, Werkzeug haben wir gelootet. Hier ist was. Rezept Energiegebräu. Ein Energiegebräu, Energiereserven deines Körpers. Oh, scheiße. Ist der Dungbeetle noch am Leben? Jo, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier wegkommen. Jetzt ist der Typ hier schon wieder irgendwo. Allerle. Weißt du, einmal schön in der Wildnis stehen geblieben und geguckt. Ist echt der Hammer. Ist echt der Hammer. Hier ist jetzt auch kein kleines Tier, dass ich den irgendwie weglotsen könnte schon mal. Alter Schwede. Wo bist denn du? Den müssen wir, glaube ich, wegmachen gehen dann demnächst. Das kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier jedes Mal beim Durchlaufen der Kollege hier erwische, verstehst du? Gleich mal einen Schockmoment zum Mond. Alter, ne? Zum Montag, ne? So, jetzt sind wir angekommen, jetzt sind wir wach. Ja, komm Leute, lasst uns mal die nächsten zwei, drei Folgen an der Basis fahren, ein bisschen fertig basteln. Wir gehen dann aber gegen Mitte, Ende der Woche, wahrscheinlich gegen Donnerstag, wieder rüber ins blaue Biom. Ich bin natürlich tierisch neugierig, was sich da alles noch so versteckt, was wir alles noch entdecken werden. Die Basis muss ausgebaut werden und so weiter und so fort. So, wir sind hier. Der ist gar nicht weit weg von der Base. Also früher oder später ist der sowieso dann da. Naja, da gucken wir mal, da gehen wir mal dann ein bisschen mit den Spinos spazieren und dann passt es schon. So, aber ich habe den gerettet, Gott sei Dank. Der kommt jetzt erstmal rüber, dann werde ich ihn einstellen. Und dann machen wir hier weiter, Leute. Ihr seht schon, links ist ein kleines... falsche Stelle. Links ist so ein Stückchen Mauer dazugekommen. Da wird der Fahrstuhl aufgebaut. Das sind wir auch schon ein Stückchen weiter jetzt mittlerweile. Hier, ne? Aber das kostet halt unheimlich viele Mats. Oh, super. Super, Alterle. Geh am besten außen rum. Geh am besten außen rum. Die wollte ich heute nicht hier. Hier, ne? Da haben wir ein paar Elemente schon mal. Ich kann es ja schon mal zeigen. Wir können tatsächlich jetzt dann hier nachher hochfahren, wenn wir mal fertig sind. Lum, lilum, 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 lilum. Natürlich fehlen noch ein paar Elemente. Wir kommen noch nicht mal auf die erste Ebene, ne? Aber es funktioniert. Mir ist ein Käferchen hält. Ist auch ein schöner. Ich glaube, die Farbe haben wir noch gar nicht. Wir gehen mal kurz gucken. So, drei Stück haben wir. Die integrieren wir heute und dann werden wir es ja auch aktiv schalten endlich. Oh ja, Leute. Es ist eine andere Farbe. Es ist eine andere Farbe. Ein bisschen weiter hätte ich dich schon gern. Ja, noch ein Stück. Ich will doch den jetzt schön daneben stellen hier, verstehst du? So, zeig mal. Ja, ja, guck mal. Guck dir das an, ne? Schön, haben wir noch eine andere Farbe erwischt. Ich habe jetzt auch gesehen, die brauchen Fleisch, ne? Also die ernähren sich nicht nur von dem, vom Kot, sondern tatsächlich auch von Fleisch. Oh, da habe ich sogar schon Fleisch drin. Ja, super. Hast du auch Fleisch? Er hat auch Fleisch. Alles klar, jetzt ziehen wir uns aber erstmal was an, Leute, dass der Alterle sich wieder zeigen kann, der bärtige Dinger. Schere müssen wir auch noch bauen irgendwann, da denke ich jetzt mal die Tage dran, vielleicht kriegen wir das auch noch geschafft. Ich sehe ihn halt nur von hinten, ne? Ich weiß gar nicht, wie zottelig der aussieht. Jetzt schauen wir mal, ob ich überhaupt richtig liege mit der Rüstung. Und dann freue ich mich echt aufs Gewächshaus, Leute. Bisschen Dünger haben wir jetzt auch, wir können tatsächlich auch ein bisschen einrichten dann heute. So, das hauen wir schon mal hier rüber. Natürlich habe ich jetzt die Wings da noch nicht drauf. Ah, jetzt müssen wir mal gucken. Vor allem müssen wir erstmal gucken, wo die Rüstung ist. Wo hast denn die versteckelt, Alterle? Ah, ich will schon was anhaben. Hier ist sie. Da haben wir die Brust, da haben wir die Schuhe, Kopf haben wir, das haben wir und die Geschichte. Was ist denn das hier eigentlich? Lederhandschuhe. Lederhandschuhe brauchen wir jetzt nicht, ne? Ja, unsere kleine Ziege müssen wir natürlich auch wieder anziehen. Habt ihr vollkommen recht gehabt, die ist total butzig. So, Alterle, da bist du schon wieder halbwegs... Gut, okay, die... Was hast du denn jetzt aufgehoben? Kleiner Kothaufen von der Ziege. Ein kleiner Kothaufen von unserer Ziege. So, also, reparieren tue ich dann beim nächsten Mal. Jetzt schauen wir mal, Leute. Oh, der Beetle macht hier seine Tour. Ich habe ihn noch nicht eingestellt. Gerade sage ich es noch. Patrouillen brauchst du eigentlich nicht, Alterle. Patrouillen brauchst du nicht. Erstmal eine anhalten, würde ich sagen. Dann gehen wir mal ganz kurz ins Verhalten rein. Dein Ziel angreifen? Nee, natürlich nicht. Du wirst ein passives Tier werden, ganz klarer Fall.
So, Stück. Bist du mir schon hinterher getrollt, verstehst du? Jetzt pass auf, Leute, wir bauen jetzt aus. Wir bauen aus. Jetzt gucken wir mal, wie viel Metall durchgelaufen ist. Habe ich nämlich schön parallel alles gemacht. Vielleicht kriegen wir tatsächlich noch ein bisschen was aufgebastelt in Richtung Fahrstuhl. Da hätte ich schon tierisch Bock drauf. Ich muss nur immer das Zeug gleich wieder ausräumen, sonst sind wir zu schwer. So, die zwei Fahrstuhlschalter möchte ich natürlich dann auch anbringen. Dann können wir nämlich den auch von jeder Ebene rufen. Guck mal, wenn wir jetzt das Metall hier verarbeiten, Alter, dann müsste es doch reichen für zwei weitere Schienen normalerweise. Ich guck mal, was noch fehlt. Dann machen wir heute hier so ein bisschen, ne? Ich hab auch schon zwei Samen, die ich heute einpflanzen will, dass wir mal ein bisschen einen Effekt auch haben von dem ganzen Zeug. So, ihr seid zugeschaltet, da muss ich nämlich ab und zu gucken. Elektrisch, Aufzüge, yo, wie viel kann ich? Zwei Stück, sehr schön, die machen wir gleich. Die hauen wir gleich durch. Wir brauchen halt noch viel, viel mehr. Aber das ist ja schon mal ein Anfang, ne? Dann können wir nämlich jetzt schon zumindest mal eine Etage höher fahren. Dann würde ich auch schon mal schauen, ob wir den Schalter anbringen können. Machen wir das mal eben. Stück für Stück. Ich habe auch noch ein paar Elemente. Wir werden auf jeden Fall die Dung Beetles heute integrieren hier ins Haus. Ganz klarer Fall. Dann zeige ich euch das endlich. Habe ich ja schon ein paar Mal angekündigt gehabt, ne? Und dann werden wir gegen Mitte der Woche rübergehen ins blaue Biom, wo wir hinkönnen momentan eigentlich, ne? Muss man ja so sagen. Ja. Ja. Jetzt pass mal auf, jetzt machen wir das mal anders. Ich hoffe, dass wir überhaupt Strom haben überall. Ich gehe mal gleich noch Stromlinie mitnehmen. Wir brauchen für Walls und für Wände, beziehungsweise für Fundamente. Ich gucke mal, ob wir noch was da haben. Wenn nicht, muss ich da auch noch schön was basteln. Welche waren denn das? Das hier waren die Veering für Wall. Nimm die mal mit rüber. Und ich glaube, das hier waren die Pillar, waren Säulen. Die da waren es, glaube ich. Was war denn T dann? Triangle, Baby. Jetzt schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. So, Ravager, mein Stück, wieder rüber. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schalter da oben, denke ich mal. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das überhaupt geht. Lass uns mal kurz hier absteigen und hochfahren. Ich will mal gucken, ich kann es ja abstoppen von Hand. Ne? Pass mal auf, hoch geht es auf jeden Fall mit 9. Yo, Baby. Da blinkt eine Steckdose, muss ich auch nochmal umsetzen. So, wie hoch kommen wir denn momentan? So hoch. Okay, pass mal auf hier, ne? Das sind wir schon mal. Das heißt, hier sind wir schon mal richtig. Coole Geschichte. Übrigens hier die Beete, die wir da gesetzt haben, unter diesen Spots, die haben auch die 300%, ne? Also es ist scheinbar gar nicht so eine große Kunst, 300% zu bekommen. Jedenfalls dieser Einfall vom Licht hier scheinbar macht die 300%. Wasser liegt hier auch schon, läuft aber nicht durch. Wieso läuft das Wasser hier nicht durch? Das ist beim letzten... Jetzt sind die Rohre auch nicht mehr blau. Da unten stoppt es irgendwo. Alter, weißt du was? Da war ein Karkinos-Kampf. Oh, da muss ich kurz runter. Da war ein Karkinos-Kampf. Einfach so im Offscreen. Da ist da gespawnt. Die Krokodil, Raptoren und auch die Spinos haben den weggemacht. Aber offensichtlich hat der hier ein Stück Steinrohr zerstört. Das ist natürlich bescheuert, weil... Da muss ich mir was einfallen lassen. Da muss was drüber. Das will ich dann so nicht lassen. Das ist ja bescheuert, das habe ich nicht gewusst. Ja, klar, die machen das kaputt, ne? Da müssen wir mal schauen, was wir da hinbasteln. Wir brauchen jetzt nochmal Straight-Rohre. Wie viele Stück haben die kaputt gemacht? 3 Stück, schätze ich mal. 1, 2, 3. Ah, zumindest habe ich jetzt die Fehlerquelle gleich gefunden. Ist ja auch nicht immer so eine Geschichte, wo man mal schön weiß, wohin gucken. Ja, komm, das machst du jetzt auch noch hier hin. Und ich glaube, du brauchst dieses auch noch. Und noch eins tatsächlich. Wahnsinn. Ja, die sind hier so alle drüber gestackst. Da war die Hölle los vorhin. Und wegen dem einen Karkinos. Wahnsinn. Aber bis hierher ist das Rohr noch blau. Das heißt, es müsste jetzt verbunden werden wieder. Schwapp und schon fließt die Soße wieder. Dieses Mal auch wahrscheinlich in den Bereich der Dung Beetles. Da müssen wir nämlich gleich weitermachen. Perfekt. Jetzt ist der Fahrstuhl oben. Jetzt kommt schon mal die Probe, Leute. Ich würde ja mal ganz versuchen, aber das kann sein, dass es zu weit weg ist vielleicht. Kein Boden oder Einrastpunkt. Hier kann man das nirgends. Hier kann man den jetzt hier nirgends rufen? Hier könnte ich setzen, ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe und E drücke, dann holt er den Fahrstuhl runter. Und oben habe ich aber das Problem, dass das nicht geht, ne? Das heißt, ich muss mir oben was einfallen lassen. Halt! Halt, du musst noch mal ein Stück runter. Wir sind noch nicht ganz fertig. Hier, ja, dann stoppen wir hier ab. Also hier funktioniert es nicht, dass ich es einfach an die Wand setze und der das irgendwie riecht. Schade. Was macht man da? Gut, hier wird ja der Turm noch hochgezogen. Das Problem ist aber, ich müsste dann praktisch hier den Fahrstuhl komplett in den Schacht setzen, ne? Halt! Ja, ja, okay. Können wir es zumindest mal testen. Oh, da kannst du sogar einen Code eingeben offensichtlich.
So, ich kann ihn hier holen. Das heißt, ich muss praktisch diese Plattform links und rechts, eine Glaswand oder so, und dann kann ich oben auch entsprechend den Fahrstuhlschalter hinsetzen, weil muss wohl in der Nähe von dem ganzen Ding sein. Schade drum. Ich fahre nochmal hoch, ich will nochmal was gucken. Es ist halt schon cool. Es ist halt schon cool. So, stopp. Hier mal anhalten kurz, drüber gelaufen. Ich probiere es jetzt hier doch mal. Aber ich glaube, doch, hier kann ich es auch, Leute. Hier kann ich ihn auch hinsetzen. Jetzt pass mal auf, dann sehen wir doch das gleich. Dann sehen wir doch das gleich. Wir gehen jetzt nämlich eh nochmal hoch und dann rufe ich mal den Fahrstuhl. Mal gucken, ob es funktioniert. Coole Geschichte. Ja, heute ein bisschen Basebau auf jeden Fall, damit wir nichts vergammeln lassen. Wir haben so viele Sachen. Da drüben ist noch nicht mal ein Dach drauf, ne? Da müssen wir echt schon ein bisschen gucken, dass ich dranbleibe. Habe ich auch riesen Bock drauf gehabt, deswegen steigen wir heute hier ein. So, die Ziege wird auf jeden Fall später auch im Gewächshaus ihren Platz finden. Die bekommt eine kleine Rute, wenn das geht, dass ich die da oben rumlaufen lassen kann. Das müssen wir erstmal noch schauen. Pass mal auf, Revetscherle, geh du mal hier rein. Wir steigen mal eben ab. So, hallo. Nee. Ah doch, ich muss einfach nur Geduld haben. Es funktioniert. Das heißt, wir können überall unsere Schalter hinbasteln, können dann mit dem Fahrstuhl wupp, wupp, wupp weiter in der Gegend rumheizen. Das finde ich super. Wie viele Elemente fehlen jetzt noch zum Glück? Jetzt habe ich keine mehr, gell? Wir haben hier noch eins hoch, zwei würde ich sagen, ne? Zwei Elemente fehlen, dann sind wir ganz oben. Das schaffen wir jetzt auch noch. Jetzt pass auf, was habe ich denn noch mitgenommen? Jetzt haben wir mal das mit dem Schalter probiert. Stromgeschichten brauchen wir jetzt uns keine Gedanken mehr machen. Das passt. Jetzt geht es hier weiter heute. Hier brauchen wir jetzt Zaunelemente, um da hinten komplett zuzumachen. Die hintere Ausgangstür baue ich dann irgendwann später ein. Heute machen wir erstmal zu. Jetzt läuft auch das Wasser wieder. Bewässert ist es. Dünger müssen wir dann mitnehmen. Das ist nur eine Spielerei hier. Diese Beete, die sind jetzt nicht für die Effektivität, sondern das machen wir alles im Gewächshaus oben. Jetzt will ich das nur noch geschwind fertig bauen. Hier, was hatte ich da noch? Ich glaube, das sieht nach einer Straight-Verbindung aus. Zwei Stück. Gucken wir uns mal eben an. Straight, straight. Einen Wasserhahn brauche ich noch. Den muss ich jetzt dann drüben bauen, weil ich kein Holz dabei habe. Oh, Mano. Oh, Mano. Das würde bedeuten, das machen wir jetzt als erstes. Komm, machen wir als erstes. Holen wir uns noch einen Wasserhahn, nehmen die Elemente mit, die ich vorbereitet habe. Und dann bauen wir, Leute. Und dann kommen die Dungbeetles genau da rein, wo wir jetzt gerade standen. Dafür habe ich es gebaut. Hat sich wahrscheinlich der ein oder andere eh schon gedacht. Alle drei. Und da holen wir uns auch noch mehr. Das wird eine richtige kleine Dungbeetle-Farm. Dungbeetle. Wir brauchen auf jeden Fall diese Dinger hier. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich nicht zu schwer bin gleich. Ja, das funktioniert noch. Die würde ich auch noch gerne mitnehmen. Das verbauen wir dann später innen drin. Wir laufen zweimal. Beziehungsweise ich kann es ja im Ravager einladen. Den nehmen wir eh mit. Wo bist du denn? Wo habe ich ihn dich abgesetzt? Hallo. Hallo. Wo habe ich dich nur abgesetzt? Hildegard Stella Hope. Geiler Name, Leute. Geile Geschichte. So, pass mal auf. Ich räume das jetzt mal hier ein. Ich nehme es jetzt auch gleich mit rein, dass wir hier nicht so arg rumturnen müssen. So, meine Stella, meine süße, kleine, liebe Stella. Heute machen wir auf jeden Fall unsere Dungbeetle-Farm. Das wird richtig toll. So, jetzt, was habe ich gesagt, will ich machen? Ein Wasserhahn. Genau, danke fürs Remembern. Wir brauchen auf jeden Fall einen Wasserhahn mit S+, bauen wir den. Holz, bisschen Holz kurz rüber, einen Wasserhahn. Wir brauchen noch einen Wasserhahn und das müsste eigentlich schon reichen zum glücklich sein. Pass mal auf. Sollen wir gleich Dünger mitnehmen? Können wir eigentlich. Dann machen wir das Holz wieder hin. Das machen wir wieder rüber. Die Mauern brauchen wir. Ein Beet habe ich für drüben noch angedacht. Die Geschichten nehmen wir alle mit. Ist hier noch irgendwas? Mist, ich muss echt reparieren. Der hat uns zerlegt. Mit einem Biss ist es echt übel. So wie ihr es halt gesagt habt. Ich habe ihn nur nicht gesehen, sonst wäre ich ihm ausgewichen, dem Tausendfüßer. Alter, mit einem Heißbiss, verstehst du? War die komplette Rüstung am Arsch. Also da geht man am besten ohne diese schwere Rüstung los, die teure. So, lass mal kurz reingucken, wie viel Dünger haben wir denn mittlerweile? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dünger sind hier schon mal durchgelaufen. Drüben dürften auch noch ein paar parat liegen. Schauen wir uns an. Schauen wir uns an. Jetzt bist du schon ein bisschen überladen fast, gell, mein Stück? Ach Gott, ist das gemütlich hier. Richtig gemütliche Geschichten bauen wir hier auf, Leute. So, erstmal absetzen. Jetzt schauen wir mal, wasserhahnstechnisch, wo habe ich denn den gehabt? Den habe ich hier gehabt. Dann bauen wir auch den Wasserhahn hier direkt schon mal auf. Wir brauchen da drüben einen an dieser Verbindung. Dann brauchen wir hier dieses gerade Rohr nochmal. Muss ich nochmal eins herstellen? Offensichtlich. Oh nee, jetzt habe ich keinen Stein mehr. Ich hätte schwören können, ich habe das schon gemacht, Leute. Weil hier kommen nämlich auch nochmal zwei Beete hin, direkt unter diese Spots. Oh, da kommen noch mehr Beete hin. Da habe ich auch schon wieder Beete vergessen. Ist aber kein Problem, dann bauen wir auch noch zwei Beete gleich, wenn wir eh nochmal rüber müssen. Hier würde ich gerne eins hinmachen.
und natürlich dann unter diesen Spot. Dann können die Mistkäfer hier so ein bisschen, auch im Grünen, weißt du, die sollen dann hier ganz gemütlich rumlaufen. Jetzt pass auf, jetzt verbauen wir aber mal, was ich dabei habe noch. Ich habe nämlich Zaun mit. Die Steinmauern habe ich dabei, die machen wir hier hin. Steinmauern machen wir hier hin. Die Geschichte verbauen wir jetzt ebenfalls gleich. Die vier, damit es uns mal hier irgendwie, weißt du, dass wir auch mal schön haben. Es soll ja auch schön sein bei uns. Dann würde ich sagen, hier machen wir schon mal und hier und auch auf dieser Seite. Da drüben. Na gut, da müssen wir jetzt nicht unbedingt langlaufen können. Schauen wir mal, wie viel habe ich denn von denen? Nicht allzu viele. Dann gehen wir mal hier um die Ecke schon mal. Dann ist das hier miteinander verknüpft. Sehr schön. Dann gehen wir in diese Richtung um die Ecke. Haben wir noch eins? Yay. Das war's. Okay, hier fehlen noch ein paar, ist aber kein Problem, habe ich ja berechnet. Jetzt geht's weiter hier. Da möchte ich auf jeden Fall. Ha, ich möchte eigentlich hier unten eine Mauer. Und auch hier eine Mauer. Und oben hätte ich gerne eine Mauer. Oh, die sitzt irgendwie blöd, ne? Muss man abmachen. Die muss ja schöner snappen. Die muss ja schöner snappen. Ah, das kann sein, wahrscheinlich wegen dem Außendings da. Pass mal auf, ich drück mal jetzt mit Q. Jetzt verbindet sie sich ordentlich, genau. So, habe ich die Glasteile auch schon dabei? Natürlich hast du die dabei, auf die vier. So, und das hier soll so rein. So, und hier noch ein Glas. Wie viel Glas hast du noch? Zwei Stück. Jetzt muss ich mal ganz eben was gucken. Wenn ich hier dieses Modell soll eigentlich 3a sein, ne? Nee, dann ist es 3b. Nee, 3c. 3c war es. Okay, 3c. Und hier ist es dann 2c, glaube ich. Schauen wir mal. 2. Ah, da gibt es nur 2a oder 2b. Dann ist es 2b. Und hier wieder 3c. Oder 3d. Ja, 3D. Naja, also 3D halt in dem Stil. So, dann machen wir das hier schön zu. Dann haben wir hier auch nochmal so ein kleines Fenster nach draußen, weil wir sehen ja auch so ein bisschen, was es halt ein bisschen heller nachher ist, weißt du? Dann haben wir die Geschichte und ich glaube, die anderen Glasdinger waren für hier gedacht. Für hier rein. Auch hier nochmal kurz gucken, dass es sich schön verbindet. Geht nur so. Geht nur so. Nee, das war nix. Das will ich so nicht haben. Da müssen wir mal kurz raus. Wie kommen wir jetzt hier am besten raus, ohne dass ich irgendwie Scheiße baue? Okay, hier ist fertig. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Das soll es ja später auch außen rum gehen. Ich muss das Glas nochmal wegbauen. Das hat sich nicht schön gesetzt. Hier geht's hoch, genau. Und hier müssen wir ganz kurz mal abhalten. Nein, nicht runterfliegen. Oh, fahre ich mit dem Fahrstuhl. Kenne ich jetzt nichts? Kenne ich jetzt nichts, Leute? Ah, ich habe nur einen Schalter. Alterle. Voucher live. Komm, pass auf. Machen wir ganz einfach, Leute. Wir holen uns Stein und den Schalter. Essen gleich einen Happen. So, so. Ah, das ist halt mit dem Voucher immer so eine Geschichte. Aber so brauche ich das, Leute. Das ist halt so bei mir. Kommt man nicht drum rum. So, wir nehmen ein bisschen Stein mit für die Rohre. Dann haben wir die Geschichte oben. Und ich brauche noch einen Schalter. Den habe ich doch schon gebaut, ne? Siehst du? Dann kann ich mir jetzt einen Schalter da unten hinklemmen. So, du kommst gleich. Du kommst gleich, Leute. Ja, gibt halt eine komplette Baurunde heute, ne? Guter Einstieg für die Woche. Können wir gemütlich ankommen, finde ich. So, pass mal auf, ich gehe gleich mal ins Menü, hole mir mein Schaltermodul. Lumlilum. Kann ich das jetzt auch? Das wäre natürlich toll, wenn ich das jetzt hier einfach hinsetzen könnte. Hier will das mich nicht, ne? Also hier will das mich nicht, oben funktioniert es aber. Keine Ahnung. Ich meine, hier habe ich auch kein Problem, den Fahrstuhl hier zu rufen. So, bup. Call the elevator. Call the elevator. Hallo? Ah. Der hat da jetzt eingerastet gerade. Aber ist eine geile Geschichte, oder? Ich habe auch extra den kleinen hier genommen, Leute, weil diesen großen über mehreren, das können wir irgendwann anders machen, wenn wir wirklich mal eine große Base aufbauen. Da muss man den dann von Hand stoppen, glaube ich, ne? Wenn man das will. Ja, ist ja okay. Es geht ja. Wenn ich jetzt Call the Elevator mache, richtet das sich aus. Ja, super. So, ich bin wieder da. Hallöle. Ist das geil? Dass es geht, ist halt schon eine gute Geschichte. Hier das Glas, das kann ich so nicht lassen. Das kann ich so nicht lassen. Das muss schöner hin. So. Wenn wir es schon machen, dann machen wir es richtig. Q. Ich gehe mal in die Ego-Perspektive. Ich war in der Ego. Ich war in der Ego, Alterle. Nimm's nochmal raus. Sag mal. Es ist nicht schön, gell? Das heißt, so kann ich es nicht lassen. Dann gehe ich nochmal in die Ego. In die Ego. Und jetzt muss ich praktisch einmal umschalten. Und das tut er nicht. Dann muss ich das hier auch nochmal wegbauen.
Das muss doch jetzt irgendwie möglich sein, dass das. Und das bauen wir jetzt auch weg. Ich hoffe, dass jetzt nichts zusammenbricht. Erstmal die Wireless-Dinger removen. Jetzt ist auch der Fahrstuhl ausgegangen, habe ich gerade gehört. Dann dieses Glas removen. So, und jetzt probieren wir das hier mal sauber aufzubauen. So. Passt's jetzt? Jetzt passt. Und jetzt muss ich hier wieder Strom ranbringen. Welches war denn das? Das glaube ich. Gucken wir mal, ob der Fahrstuhl geht. Ist das der Hammer, auf was man jetzt hier alles achten muss, ne? Aber cool, dass es geht, finde ich. Ja, Fahrstuhl funktioniert. So, Knöpfe funktioniert auch noch. Ja, super Geschichte. Alles klar, jetzt haben wir natürlich hier wenig Licht. Haben wir unser Ziegle noch da? Wo bist denn du jetzt hingeflogen? Komm mal her. So, aktiviere bei voller Ladung an. Ziege ist an. Und ein Häufler hat sie uns auch noch dargelassen. Sie spielt halt mit. Sie ist mehr als nur dabei. Sie weiß, dass wir auch Dünger brauchen. Jetzt pass auf, jetzt stellen wir das hier auch gleich schön ein, meine Lieben. Ein bisschen Zeit haben wir nämlich noch. Pass mal auf, Select Mode. Ich brauche hier, glaube ich, eine zweiseitige Geschichte A. Zweiseitig B. Einseitig A, einseitig B. Dreiseitig. Nee, ich glaube, was No-Side geht auch. Wie sieht denn sowas dann aus? Als ob es offen wäre, ne? Jetzt muss man auf den hier, muss ich jetzt mal einstellen. Und zwar auf Select Modell, links und rechts hätte ich gerne was. Also sind es zwei Seiten. Würde ich sagen, so passt's. Und ihn hier auch. Nee. So, 2A erledigt. Und ihn hier auch auf Select Modell, 2. Nee, 3A würde ich sagen. 3B. So, meine Lieben, dann haben wir hier nämlich wunderschön Glas drin. Das werde ich ja noch ein bisschen dunkler machen. Wenn es hell ist, dann werde ich es einstellen. Dann passt das, das und das. Zwei Beete habe ich jetzt vergessen. Steinrohre, richtig. Genau, da waren wir stehen geblieben. Wir brauchen noch ein Straight-Rohr. Ein Straight-Flush, Alterle. So, alles klar. Bauen wir das zusammen auf. Ich freue mich tierisch, dass ihr da dabei seid. Dann war man nämlich irgendwie, weißt du, wir müssen so Sachen ja auch zusammen machen. Jetzt muss ich mal ganz schön schauen, dass wir uns später auch gemeinsam schön erinnern können, wie es damals war. Hier bei der Mitte habe ich auf jeden Fall noch eins dran gehabt. Dann baue ich auch noch mal eins auf, würde ich sagen. Wasserhahn dran, dann sind die Beete erstmal bewässert. Steinrohr. So. Die Dungbeetle kommen hier rein. Wir müssen noch den Zaun gleich machen. Und zwischen den Folgen mache ich dann tatsächlich den Rest, also die Kleinigkeiten, was noch so fehlt. So, hier will ich auf jeden Fall noch einen Wasserhahn anbringen. Was heißt kein Einrastpunkt? Hier ist doch einer. Und es läuft auch, ne? Jetzt fehlen hier noch, wenn ich es richtig sehe, zwei Beete. Die würde ich ja schon noch gerne aufbauen, geschwind. Wo ist denn unser Stella Babe? Stella? Stella. Stella Maria. Also sie heißt gerade Maria. Hildegard, ne? Hildegard Stella Hope. Zwei Beete brauchen wir noch. Wann wird es denn wieder hell? Ich würde es gerne im Hellen sehen. Jo, das zieht ganz gut durch, Leute. Das schaffen wir heute noch, dass es nochmal hell wird. Dann können wir unser Ergebnis auch anschauen. Wir brauchen noch zwei Large Beete. Hoppla, Entschuldigung. Ich wollte da nicht dein Bobo verbrennen. Das war nicht meine Absicht. So, wir gehen hier rein auf Herstellen, auf Large. Die Beete brauchen wir. Zwei Stück Large Beete. Fasern, Holz und Stroh muss rein. Also habe ich ja nur ein bisschen besorgt. Stroh ist da. Stein brauchen wir nicht. Holz ist da. Fasern. Es kann sein, dass wir zu wenig Fasern haben für zwei Beete. Es sieht offensichtlich so aus. Jo, dann holen wir noch ein paar Fasern. Das ist jetzt das wenigste Problem. Alter, kannst du so laufen oder bist du zu schwer? Zu schwer. Also gut. Dann nochmal den Stein rüber. Das alles hier nochmal rüber. Wassertechnisch haben wir alles gemacht. Wir brauchen jetzt nur noch hier so ein ganz kleines bisschen Fasern. Wie viel kommen denn da so raus? Was denn? Habe ich in dem Atemzug auch gleich mal hier noch sauber gemacht. Bisschen. Hier ist auch noch ein Fun. Der kommt auch noch weg. Ja, komm, machen wir noch ein bisschen weiter. Ich glaube, 60 Fasern brauchen wir schon. Sehr schön. Ah, ich freue mich so. Natürlich, wir werden jetzt heute noch nicht alles bepflanzen. Aber jetzt weiß ich ja so ungefähr, wie es geht. Ihr habt mir ja auch ganz viel dazu geholfen, dass ich mich da ein bisschen einfinde in die Thematik. Wir machen das jetzt einfach die Tage fertig. Und dann passt es. So, jetzt pass auf. Noch einmal Large. Eins habe ich ja gebaut. Was fehlt noch? Stein. Also gut. Stein, Large Dingsbums hier. Und dann hauen wir das nochmal alles rüber. Und dann müssten wir theoretisch jetzt da drüben soweit sein, dass wir nur noch den Zaun anbringen müssen. Das schauen wir uns jetzt auch gleich an. Die schweren Sachen nochmal rüber. Halt, du musst es erst anklicken, sonst geht's nicht. Das hier weg, das hier weg. Ist noch irgendwas, was rüber kann? Dünger nehmen wir mit rüber. Zwei Beete nehmen wir mit rüber. Auf geht's! Ich bin so gespannt. Jetzt können wir doch theoretisch schon den Fahrstuhl hier holen. Mal gucken, ob ich es vom Vogel aus sage ich schon. Ne, ich muss tatsächlich absteigen offensichtlich, ne? Also, wenn ich es richtig sehe, kann ich mir den nicht holen. Komisch. So,
So, jetzt gehe ich aber mit dem Tierle, gehen wir jetzt hoch. Mit dem Tierchen. Wieso haltet denn der jetzt hier an? Was ist denn los? Ist er kaputt? Ist ja eine super Idee gewesen. Gibt es keine Fernbedienung? Gibt es keine Fernbedienung? So. Geh mal hier aus dem Perspektiven-Ding raus. Kann ich dich auch bedienen? Nee, man muss tatsächlich also... Doch. Hä? Jetzt habe ich es mit... Leute, da stimmt was nicht. Ich habe gerade mit E gedrückt und dann ging das. Ist das komisch. So, noch einmal. Noch einmal. Ich stelle mich, glaube ich, einfach am besten mal dazu drauf, bis ich es blicke. Ich übe das Ganze ein bisschen. Nee, mit 9. Mit 9. Oh, ist er zu schwer für uns? Kann das sein? Es kann wohl sein, dass wir zu schwer sind, oder? Pass mal auf. Ja, aber er ist ja nicht für die Oberlast ausgelegt, ne? Oh, mein Fahrstuhl fährt nicht mehr, Leute. Kann das sein, dass er hier irgendwo hängt, ne? Halten? Für Option. Nee. Ich rufe ihn jetzt mal nach oben. Muss ich gucken, Leute. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich klemmt er gerade hier, so wie das aussieht, an der Struktur. Kann ich die nicht einfach wieder wegbauen? Ich habe die eigentlich nur zum Abmessen hier gehabt. Und die auch. Komm mal her. Alter, ich will doch noch die Dung Beetles da einräumen jetzt. Guck ich mal. Mein Fahrstuhl hängt, ne? Also das weiß ich jetzt nicht, was das ist. Ich probiere mal zu rufen oben. Kurzer Moment. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. Fangt ja gut an. Und wenn er Buggy ist, haut, dann fliegt er gleich wieder raus. Dann kommt eine Treppe hin, ne? Da brauche ich keine Gimmicks, die nicht funktionieren. Mano. Ich habe mich so drauf gefreut. Schauen wir uns gleich an. Ey, das wird heute... Achso, ja, das ist nur ein Glas. Deswegen mache ich es dann auch dunkler schön. So, Alter, da hopfen wir jetzt hier raus. Mach die Beete hin. Ich kümmere mich um den Fahrstuhl offscreen, sonst schaffen wir es heute nicht. Einmal ein Beet. Und nochmal ein Beetchen hier hin. Ist das jetzt auch bewässert? Da muss ich gleich gucken. Wenn nicht, muss ich hier auch noch eine Bewässerungsschiene reinbasteln. Was aber kein Problem ist. Aber es müsste eigentlich das Beet erwischen. Ja, tut's, Leute. Tut's. Und jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Jetzt hauen wir hier mal einfach, dass ich auch mal sehe. Jetzt hat er den Dünger da reinkauen. Ich will aber doch ins Inventar. Ach, der hat jetzt den Kot da reingewischen. Ne, ich hau jetzt hier mal zwei so Dünger rein. Und einen so einen Samen von dieser... Z-Blume, glaube ich, heißt sie. Ne? Die soll hier rein. Ich möchte die tatsächlich hier drin wachsen haben. So. Das machen wir auch hier rein. Und den Samen auch noch. Und da, was ich außen pflanze, weiß ich noch nicht. Da kommt sie auch schon. Da kommt sie auch schon, Leute. Was haben wir denn jetzt hier alles? Wasser ist da. Dünger ist da. Natürlich sehr viel Dünger, aber das war Absicht. Das passt schon. Z-Pflanzensamen. So, meine Lieben, jetzt wird es natürlich zeitlich knapp. Es kann auch sein, dass wir das morgen fertig machen. Ich zeige euch jetzt aber kurz, was hier ansteht noch. Und zwar mit der Nummer 4, der Zaun. Wir müssen jetzt hier noch zumachen. Hier kommen die Dung Beetles rein. Ne? Die werden dann hier wandernd uns Kot und Öl verarbeiten. Beziehungsweise aus Kot Öl machen und Dünger. Jetzt habe ich den Zaun oben hingesetzt. Da muss ich nachher mal oben gucken. So, so. Damit es ein bisschen hell ist, habe ich hier praktisch mit Zaun geschafft, ein bisschen mit Glas. Dann können die sich hier austoben, die Jungs. Da ist alles durch. So, hier machen wir noch ein Dings hin und hier. So, jetzt kann der nämlich nirgends hin. Dann kann der nirgends hin. Hier muss ich auch noch tatsächlich zumachen. Das machen wir jetzt auch noch zusammen. Komm, wir machen immer eine halbe Stunde. Dann können wir einen schon mal hochbringen. Kleinigkeiten, Feinheiten mache ich dann praktisch offscreen fertig. Dann sind wir hier schon so weit durch. Dann können wir noch einmal in die Höhle, vielleicht am Mittwoch. Morgen muss ich mal gucken, was wir machen. Oder machen wir morgen die Höhle drüben. Schauen wir uns mal an. So, jetzt ist hier alles dicht soweit. Dungbeetle-Gehege ist frei. Hier muss ich nur noch die Scheiben ein bisschen düsterer machen. Ach, die Tür. Die Tür. Siehst du, ich wusste, da fehlt noch was. Ah, die habe ich hier. Da wollte ich nämlich eine Glastür reinmachen. Und jetzt glaube ich auch, dass ich einen falschen Fehler... Einen falschen Fehler. Gibt es das? Einen falschen Fehler gibt es gar nicht. Nee, hier kommt Mauer drüber. Hier kommt Mauer drüber. Und Mauer haben wir noch auf der 3 liegen. So. Die ist jetzt aber wieder nicht schön gesetzt. Mann, 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 ist das immer eine Geschichte hier. Aufheben. So, mach das nochmal zu. Dann setze ich die Mauer jetzt von oben. Geht nicht. Wenn ich Q drücke, geht auch nicht. Dann geh mal raus. Ich sehe es gerade nicht so richtig. Wie verbindet sie sich schöner? So oder so? Hä?
Ja, so ist er nicht schön. Links ja, rechts nicht, aber ist ja egal. Kann ich später auch immer noch umbauen. Dann vielleicht mache ich da auch Glas rein. Schauen wir mal. Wahrscheinlich mache ich da so eine Glasfront rein wie hier. Schön, guck mal. Das ist ja eine coole Geschichte. Und das ist nur unten. Oben wird es noch cooler. Also, hier ist alles, was es braucht. Es hat einen Treibhauseffekt, es hat Wasser, es hat Dünger. Sehr schön. Komm, wir holen uns jetzt so einen Beetle. Nach dem Fahrstuhl nochmal kurz prüfen. Ja, komm, hier machen wir auch Glas hin. Das gefällt mir so gerade nämlich nicht mehr. Boah, nee, vergesse es jedes Mal. Ich muss das Geländer umhinbauen, dann passiert es nicht mehr. So, ich würde aber sagen, wir nehmen den neuen als erstes. Muss ich die Ziege nochmal kurz hier wegmachen? Du darfst mal ganz kurz ins Häusle, mein Kleines. Oh ja, Entschuldigung. Die ist goldig. Von denen holen wir uns noch ein, zwei, würde ich sagen. So, Leute, Dungbeetle Nummer 1 geht in sein Gehege. Wir müssen natürlich jetzt erstmal laufen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob der Fahrstuhl schon wieder geht. Ah, ein paar bisschen was fürs Offscreen jetzt aufgespart, ne? Da kann ich ein bisschen was machen, Fahrstuhl wieder richten, die Scheiben noch schön Transparenz schalten, die Dungbeetles hochbringen, die anderen. Ja, hier passen wir wunderschön durch, wir zwei, ne? So. Der kann hier nirgends hin. Das ist jetzt vorbei, ne? Und dann haben wir da oben die Dungbeetle-Farm. Also ich will da schon so 10 Stück irgendwann rumkrabbeln haben da drin. So, dann hau ich dich hier hin, mein Freund. Und dann stelle ich dich jetzt mal ein. Auf. Wir müssen praktisch Wandern aktivieren, war das, ne? Und er darf mir nicht folgen, was er auch nicht tut. Wir gucken nochmal in sein Inventar. Natürlich müsste ich ihm jetzt auch Code einräumen. Das kann ich ja schon mal machen. Die Frage ist, Gewicht 5,1, 5,8. Nimm mal ein bisschen Fleisch zurück. So. Ich nehme natürlich verschiedene Codesorten. Das schauen wir uns an. Er sollte jetzt eigentlich wandern, ne? Ich gucke nochmal rein, ob ich es richtig gemacht habe. Verhalten, wandern, deaktivieren. Nee, und vom Gewicht her. 3 Kilo sind eingeladen. 5,8 Kilo kann er. Er müsste doch jetzt theoretisch hier rumwandern, oder? Muss ich beobachten. Das muss ich beobachten. Keine Ahnung, warum der sich jetzt hier nicht bewegt. Hallo. Ich schnapp ihn nochmal. Mach den nochmal weg hier. So. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Ah, vielleicht ein bisschen verbuggt gewesen. Ich beobachte es mal, Leute. Ich weiß nicht, warum der jetzt gerade nicht läuft. Aber wenn wir Pech haben, laufen die vielleicht nicht innerhalb der Häuser. Das wäre blöd. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich könnte höchstens mal hergehen, noch einmal reinschauen. Und wir machen mal hier eine Befreiungsaktion und hauen dir nur mal ein Kackerle rein. Läufst du jetzt? Keine Ahnung. Ich mach's nochmal weg und nochmal hin. Achso, Leute, für heute ist gut. Ich werde es bis morgen irgendwie wahrscheinlich gerichtet kriegen, kann ich mir gut vorstellen. Wenn jemand von euch eine Idee hat, ansonsten müssen wir halt mal gucken. Verhalten, wandern, deaktivieren. Nochmal rein. Verhalten, wandern, aktivieren. Steht auch nichts dabei irgendwie, ne? Aggressionslevel passiv. Ich habe keine Ahnung, warum der nicht läuft. Schauen wir mal. Ich werde es beobachten. Leute, wir sehen uns morgen wieder. Dann zeige ich euch, was ich hier noch zwischen den Folgen fertig gemacht habe. Gehen wir nochmal zusammen durch, setzen ein paar Samen oben ein, würde ich vermuten. Und dann gehen wir eventuell in die Höhle rüber und machen da weiter. Bis dann.